Hallo und herzlich willkommen zurück. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Lego Jurassic World. Wir finden uns da im Ladebildschirm. Und zwar will ich eine Mission anfangen. Wer ist eigentlich? Aber die Mission habe ich schon mal im Multiplayer gespielt und der Part ist jetzt dem. Naja, man kann nicht anders sagen. Scheiße Wuppe. Drum macht das Ganze jetzt nochmal im Singleplayer. Und hoffen, dass das ein bisschen besser wird. Wir können unser Basislager genauso gut hier aufschlagen. Das ist ein Jagdrevier, Mr. Ludlow. Ich begleite Ihren Campingtrip unter der Bedingung, dass ich das Sagen habe. Okay, okay. Dieter, geh in den Ausleger. Ihr nähert euch ihm. Der mit dem roten Horn zu einer Schmalztonne. Die sind ja bestens ausgerüstet. Einfach ausgedrückt, Ingen sucht Investoren, die einen Teil unserer Vorlaufkosten übernehmen. Man transportiert nicht Menschen um die halbe Welt, damit sie einen Zoo besuchen. Man bringt den Zoo zu ihnen. Mr. Hammond wusste das. Ehe er den Traum von einer Insel hegte, begann er mit dem Bau eines Amphitheaters. San Diego ist prädestiniert dafür. Es könnte für die Besucher in weniger als einem Monat fertig sein. Die wollen die Tiere mitnehmen. Rüber aufs Festland. Jetzt kann ich's euch ja sagen, dass Hammond mit ihrem Auftauchen gerechnet hat. Er hat eine Alternative parat. Was für eine Alternative? Mich. Habt ihr die Bilder? Nein, doch nicht. Obwohl doch, rein streng genommen, extreme Bilder zu haben. Ist immer noch benommen? Wie viel Betäubungsmittel habt ihr denn benutzt? Ich dachte, es wäre ein Stegosaurus. Ich habe echt schlechte Tiefenwahrnehmung. Naja. Wer seid ihr? Machen wir die mal fertig. Ihr seid auf sie! Komisch ist nur, dass im 2 funktioniert, dass man um die halbe Welt reist, um einen Zoo besuchen. Und da hätte ich nichts sonst so, würde ich auch besuchen. Dann würde ich so um die ganze Welt reisen. Und kaputt. Okay, das ist wirklich nicht zu viel Betäubungsmittel, wie es scheint. Du. Entschuldigung. Du kannst in Scheisse hineingreifen. Okay, Glasbanane und Filz. Natürlich haben die es mitbekommen. Was ist das denn für ein Name? Paxifalosaurus. Macht Spaß da hinten. Hallo? Jetzt hat sich etwas da. Na ja, ist auch egal. Ich kann halt höher springen. He? Da hätten wir ein Mini-Kit. Und ich sickle wieder oben, zum nochmal abzusickeln. Wow! Macht Spaß, Jungs. Okay. Ich weiß, ich könnte auch den Busch kaputt machen. Aber das ist zu lustig. Jetzt haben wir es. So. Gehen wir mal wieder. Du putzest ein bisschen.
gehen wir mal in ein bisschen Scheisse geworden. Klasse aus Scheisse, mein Lieblingsessen. Vor allem, wenn es schon mal gegessen worden ist. Obwohl, irgendwann mal sieht es aus, als wäre es schon mal gegessen worden. Hey, ganz ehrlich, da die hässliche Glasse, die du da am Kiosk bekommst. Nicht die Glasse am Stiel und so, die sind eigentlich ganz normal. Und das sollte es auch, weil wenn es schlecht wäre, dann wäre das ein Nicht-Qualitätszeichen von der Firma. Aber das selber gemacht. Das sieht aus, als wäre es schon mal gegessen worden. Und das ist nicht. Ups. Das ist nicht übertrieben, das sieht wirklich so aus. Da haben wir ja den Pilz. Aus der Pilzsuppe. Die springt auch nicht viel zu hoch. So, jetzt fehlt nur noch eine Banane. Und dann sind wir nicht mehr betäubt. Die greifen auch mich nicht an, die schauen einfach ein bisschen zu. Kämpfen! Hallo, ich bin auch noch da. Hallo? Ist ja auch egal. Kann man da irgendwie rauf? Ja. Kann man da irgendetwas machen? Naja. Also, wir brauchen den Banana. Ich habe noch nie gesehen, dass man einen töten kann, indem man überfährt. Ah, das braucht man da, der. Wo lustigerweise. Ich soll noch einer sagen, Frauen sind nicht stark genug. Da haben wir ja eine Banane. Ja, ja. Van Owens Van halt. Gern. Ja, so gern ich auch immer am Morgen, wenn ich raus muss. No, so süß. Die Musik. Was, wir haben nur ein Herz. Der Schreien. Geld. Ich bin geldgeil. Boah, ein Geld, das in der Luft schwebt. Das ist mein Lieblingsgeld. Entschuldigung. Bifst du aus, ich trinke. Wenn ich so viel in Real Life hätte. Oh, da kocht was Übles hoch. Yep. Das ist eindeutig der Box von der Port. Ah, da muss ich noch verabschieden. Der Port von der Box, nein, natürlich. Was zum? Auf dieser Insel sollte sonst niemand sein. Ingenieurjacke. Schon wieder greifen zu mir. Leck du mir. Easy going, würde ich sagen. Ganz nach dem Motto, Frauen schlafen nicht, oder wie? Jetzt lern doch endlich ihren Namen, Mann. Ach.
Hoho. Der Risosaurus ist verrückt. Wenn ich kurz drücke, macht er so. Und wenn ich lang drauf bleibe, macht er so. Ah oh nein, wenn ich laufe. Ist das random, was passiert? Ist auch egal. Wir müssen jetzt das kleine komische Baby-Risosaurus entfernen. Lassen Sie mich von den geplanten Attraktionen für den neuen Tag erzählen. Als erstes haben wir einen Hackel-Cephalosaurus streichen zu verflachen. Diese Dinosaurier haben zwar alles, was ihnen in der Nähe kommt, aber bei Ziegen ist es ja genauso. Die haben sich wie jeder. Ein weiterer Plan ist es, die langen Hälse der Brachiosaurier als Rutschbahnen zu verwecken. Da es sich um Pflanzenfresser handelt, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Gäste auffressen. Wir erwarten eine Verlustrate von höchstens 2 von 1000 Besuchern, was deutlich innerhalb der Sicherheit überrascht. Als erstes haben wir einen Hackel-Cephalosaurus Streichelzoo geplant. Okay, da können wir ins Greifen zu mich auch an. Moment schnell, da ist gerade etwas aufgemacht. Überflüssige Dateien gefunden. Okay. Entschuldigung, da bin ich wieder. Jetzt habe ich aus Versehen das Mikrofon abgestellt. Also. Im Käfig drinnen. Ah, da braucht man eine kleine Spoiler-Alarm. Nick Kirby. Oder Nick Kirby. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Also was da drin ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, im anderen ist ein Schlüssel. Oh nein, da ist der Schlüssel. Gut, was ist denn da, ne? Was ist jetzt was? Oh, das ist Glue! Gehen wir in den Scheisse gehen und schauen, was man findet. Da war das Minikit, stimmt. Und jetzt stellt sich mir eine Frage, wo ist der Schlüsselchen? Naja, bevor wir da zu viel Zeit vertrödeln und ihm nochmal zuhören müssen, wie das ein Pachycephalosaurus den Namen halten. Streich halt so gut machen. Gehen wir mal lieber. Die liebe Stegosaurus. Go entfreien. Natürlich, wie jedes Mal, kommen irgendwelche Leute aus dem Nichts. Das rennt sich sogar irgendwie. Und zack. Uft. Und Zwischensequenz. Oh nein. Ah ja, stimmt. Sorry. Aus irgendeinem Grund bauen wir Licht auf. Und Zwischensequenz. Man könnte sagen, dass sie bereits läuft.
Er hat sich das Bein gebrochen. Schaffen wir ihn in den Wagen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was das ist? Komm schon, mach die Tür auf. Du bist irre. Wo willst du hin, Dad? Mami ist stinksauer. Hat Rolle Seniorenig, oder? Dein Buch. Hey Maul, sag jetzt das. So, und los geht's. Und wieder haben wir da verbockt die Texture. Mit drum und dran. Für mich ohne Zwiebeln. Und eine Apfelplatte. Ja, da würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Oh, Minikids. Ha! Hilfe. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, also was ich ein wenig sagen. Das ist einer von meinen Hasskapitel in dem Spiel. Was ist? Aha, ja. Betty, wir rutschen. Betty! Der hat irgendwie so eine Stimme, die gar nicht zu dem Charakter passt. Was immer. Weiß gar nicht, im Film passt es irgendwie noch ein bisschen. Aber da in-game, wenn es einfach nur. Ja, ich wollte es nicht sagen lächerlich, aber. Kärtlich. Irgendwo da gibt es auch noch einen Bernstein, oder? Der Bernstein. Erinnert mich ein bisschen an den ersten Film. Bernstarter. Kann ich auch mal wiederholen. Ah. Ist aber viel zu teuer. Gehen wir in den Driftsimulator 2018. Ein blauer Stutt. Ah, sorry. Klettert etwas schneller. Das ist komisch gesehen. Ein schneller klettern. Oh. Was machen die? Währenddem der oben am Suchziehen ist. Ein bisschen rumstehen. Ein bisschen rumhängen. Also ich mache da ein bisschen rumhängen. Hepp. Telefon. Wie viel? Telefon und Mikrowelle und was das alles ist, haben die in dem Auto. Eigentlich. Man kann es auch ein bisschen übertreiben, oder? Wartet! Was zum... Nicht zu wechseln. Lecker mir am Arsch. Pressing E, please. Und er ist ganz. Ja, so flick ich auch immer.
einfach ein bisschen mit dem Schraubenzieher draufhauen. Aber das ist richtig episch gemacht. So richtig episch. Ist jetzt der Bernstein da? Nein. Also, wenn ich da bleibe, ist er nachher immer noch oben. Ja, da haben vor allem extrem viel können dagegen machen. Geil. Oh, das war knapp. So, komm jetzt, wir sind jetzt bald fertig. Ich höre schon die T-Rex brüllen. Kommunikationsgeräte wurden zerstört. Wir sitzen hier fest, Ladies und Gentlemen. Und zwar zusammen, dank Ihnen. Wenigstens kamen wir vorbereitet. Es gibt ein Kommunikationszentrum. Hier in der alten Versorgungszentrale. Wenn wir dorthin kommen, können wir die Hubschrauber über Funk erreichen. Wie ist dazu ausgesehen? Natürlich der Teddybär überlebenswichtig, oder? Also, geile Mission. Allerdings sehe ich mich an den ersten 22 Minuten, das heisst, es wäre ein bisschen kurzer Part. Ich würde sagen, machen wir einen längeren Part draus, sonst... Nein. Entschuldigung, starten einfach den nächsten Part. Dafür kommen heute vielleicht zwei Parts. Das weiss ich noch nicht. Aber man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Bis.